Fritz. Die Vorbereitungen in der Küche liefen am Mittwoch auf Hochtouren. Denn im alten Fritz waren an diesem besonderen Abend viele Prominente aus Sport, Politik, TV und Rundfunk zugegen. Aber nicht, um sich im Braugasthaus verwöhnen zu lassen, sondern um zu arbeiten. Die neuen Mitarbeiter wurden mit Schürzen ausgestattet und dann fiel der Startschuss zum Promi-Kellnern im alten Fritz. Schauspielerin Bianca Carsten machte ihren Job außerordentlich gut. Eigentlich zu sehen in Serien wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten oder Verbotene Liebe, nahm sie professionell die Bestellung auf. Auch das Servieren sah bei ihr sehr überzeugend aus und bereitete ihr sichtlich Freude. Der linken Seite vom Teller essen, ja? Na klar. Guten Appetit wünsche ich. Dankeschön. Also es ist wunderschön, es macht mir viel Spaß, weil man einen ganz anderen Kontakt zum Publikum hat. Wenn man auf der Bühne steht, dann ist das Publikum unten. Wenn man vor der Kamera steht, hat man gar keinen Kontakt zum Publikum. Und hier kann man mit den Leuten mal reden. Das ist also super schön, macht mir viel Spaß. Den Gästen hat es gefallen. Man wird schließlich nicht jeden Tag von einem Schwimmweltmeister bedient. Und die sympathischen Promis waren ordentlich am Rotieren. Es ist eine totale Erfahrung, mal sowas mitzubekommen. Aber ich glaube, tauschen möchte ich nicht, weil das ist echt Knochenarbeit. Ich arbeite auch 8 bis 10 Stunden in meinem Geschäft. Aber es ist natürlich eine andere Art von Arbeit. Also die müssen schon hier flitzen. Man sieht, jetzt kommt ein junger Herr gleich vorbeigeflitzt. Also die müssen ganz, ganz hart arbeiten. Respekt vor echt vor den ganzen Kellnern. Also macht super, super viel Spaß. Weil man hat ja den unmittelbaren Kontakt auch mit den Hörern. Und man sieht erstmal, wie lieb die sind. Und das ist ja auch immer wieder ein Kompliment, dann auch morgens aufzustehen, weil man weiß, man hat so nette Gäste. Aber es ist wirklich schön hier. Und ich habe mich noch nicht vertan bei der Bestellung. Das ist für mich wirklich eine große Leistung. Die großen und kleinen Gäste waren begeistert. Sie machten Erinnerungsfotos und holten sich Autogramme von ihren Idolen zum Anfassen. Den einen oder anderen Prominenten hat man aber bei einer kleinen Pause erwischt. Störtebecker Darsteller Sascha Glut mischte sich dabei einfach unters Volk, um nicht aufzufallen. Er hat auch schon ein wenig Erfahrung in der Gastronomie, wie er zugab. War das ein großes Chardonnay? Ich komme doch eigentlich aus der Gastronomie, deswegen bin ich doch gar nicht so unbeleckt. Ich habe doch ursprünglich mal Koch gelernt, vor 100.000 Jahren. Okay, sah auch ganz gut aus. Danke sehr. Auch Sumo Alex war mit von der Partie. Er stand gut gelaunt mit Footballspielern der Griffins, nicht vor, sondern hinter dem Tresen. Diana Schulz alias Miss Earth Germany machte eine gute Figur beim Losverkauf. Es muss noch jemand für die Lose zuständig sein. Es ist ja auch für einen guten Zweck und von daher bin ich jetzt einfach für diese Aufgabe zuständig. Und ja. Hast du dich ein bisschen gedrückt vor dem Kellnern? Nein. Mir wurde diese Aufgabe zugeteilt und ich mache sie sehr, sehr gerne. Und ich würde auch kellnern, aber bin mit den Losen auch völlig glücklich. Der Erlös des Abends diente einem guten Zweck. Rundum war es ein gelungener Abend mit leckerem Essen, Live-Musik und guter Stimmung. Vielleicht hat es den Gästen an diesem Abend noch besser geschmeckt als sonst im alten Fritz.